Hallo, liebe Aufrufer. Mein Thema ist hier die EU-Partnerschaft von Zypern im Zusammenhang mit der Euro-Bezinsung, Staatsanleihenkosten und so weiter. Kurz und gut, Zypern hat Antrag gestellt, es benötigt Euro-Stabilitätshilfe, Bürgschaft quasi, 17 Milliarden Euro würden fehlen dafür, dass Bankbürgschaften und so weiter in Zypern so die Zahlungsfähigkeit des Staates aufrechterhalten mögen. Und das ist jetzt seit einigen Wochen schon in der Diskussion. Und auch die Argumente und die Einwände der Europäischen Union, einschließlich, dass die sogenannte Troika, also zwei Bankfachleute von der Europäischen Union, Europäische Zentralbank und dann auch vom IWF, Weltfonds, die dort auch immer sozusagen mit einsteigen unter Umständen und der ganzen Sache noch, ja, wie soll ich sagen, sowohl Bürgschaftskraft wie auch weltweite Finanzeinbindung geben, dass Zypern nicht 17 Milliarden kriegt, vor allen Dingen Zypern zunächst mal für eine gewisse Ordnung sorgen muss im Rahmen der Beteiligung der Gläubiger. Das sind nämlich Einleger russischen Kapitals, da ist auch die Rede von Geldwäsche und so weiter. Das lenkt aber hier vom Thema ab. Also mit anderen Worten, Zypern soll sich auch andere Bürgen suchen als nur die Europäische Zentralbank und die Europäische Union oder den Europäischen Haftungsfonds. Und wie wir heute gehört haben in den Echtzeitnachrichten, ist Zypern auch in Verhandlungen bereits mit russischem Geld, mit Putin, was immer das bedeutet. Also hier Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das Thema heute nämlich nicht. Hier ist der Papst drauf und die Waffen in Syrien auf der Seite 1. Und auch beim Neuen Deutschland ist das Thema heute nicht. Da heißt es Syrien im Dauerkrieg. Da wird die Sozialistische Partei Zyperns vorgestellt, die aber absurde Vorstellungen entwickeln, kann ich nur sagen. Hier, die sind abgewählt worden und machen jetzt ihre Wunschvorstellungen. Sie sagen ganz einfach, das Sparen des Staates geht zu Lasten des Sozialstaates. Ja, klar. Und darüber wollen sie jetzt die anderen europäischen sozialistischen Parteien beraten. Ja, was er denn tun würde, war er gefragt. Der Parteisprecher der Sozialisten von Zypern hat gesagt, ja, wir werden jetzt auch unsere französischen Genossen besuchen und werden denen auch unsere Erfahrungen berichten und auch in Deutschland mit der Linkspartei. Ja, welche Erfahrungen sind denn das? Wünschen und hoffen, aber nicht konkrete politische Ideen und wirkliche Lösungen der angesagten Probleme. Ja, leider ist es so. Neue Zürcher Zeitung heute, Freitag, 15. März, hat das Thema, von dem ich rede, und hier die Sächsische Zeitung aus Dresden, die wollte ich jetzt mal hier zumindest, da ich sie ausgerechnet heute habe, mein regionales Lokalblatt aus Sachsen, Freitag, 15. März. Die haben das ganz schön in Kürze gefasst, worum es geht. Da heißt es hier auf Seite 4 in der Sächsischen Zeitung: Rettung Zyperns rückt näher. Entschuldigung, ich habe ganz schlechtes Licht. Rettung Zyperns rückt näher, und es ist aber hier von der deutschen Presseagentur dpa eine abgeschriebene Meldung, aber es ist professionell gemacht. Die EU diskutiert über Hilfe für die Mittelmeerinsel. Auch ein Schuldenschnitt ist möglich. Die Rede ist von Zypern. Brüssel: Die Rettung Zyperns vor der Staatspleite kommt voran. Der neue Präsident Nikos Anastasiades versicherte gestern vor Beginn des Brüsseler EU-Gipfels, sein Land werde die Bedingungen des geplanten Pakets, also Auflagen, einhalten. Die Verhandlungen zwischen der zyprischen Regierung und der Troika laufen noch. In der Troika sind die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Weltwährungsfonds, also IWF, vertreten. Die von einer schweren Bankenkrise betroffene Mittelmeerinsel hatte den Hilfsantrag im vergangenen Sommer gestellt. Die Eurofinanzminister wollen am Freitagnachmittag, also jetzt, heute, nach Abschluss des Spitzentreffens das Hilfspaket auf den Weg bringen. Nach Angaben von Eurogruppenchef Jérôme Dijsselbloem dürfte das Programm einen Umfang von etwa 10 Milliarden Euro haben,
Bisher war von rund 17,5 Milliarden Euro die Rede gewesen. Ein Problem bei den Verhandlungen ist die Schuldentragfähigkeit. Deshalb wurde in den vergangenen Wochen über einen Schuldenschnitt debattiert. Die Euro-Länder hatten mehrfach versichert, dass die Beteiligung von Privatgläubigern wie Banken oder Fonds bei der Rettung Griechenlands ein Einzelfall bleiben sollte. Die Euro-Länder hatten versichert, dass die Beteiligung von Privatgläubigern wie Banken oder Fonds bei der Rettung Griechenlands ein Einzelfall. So, Schuldenschnitt heißt, es werden bestehende Schulden als nicht mehr zurückzuzahlen erklärt. Also der Gläubiger hebt die Hand zum Schwur, ich habe nichts, ich gebe nichts mehr. Schuldenschnitt. Hier wird aber jetzt von den Troika-Vertretern Zypern nahegelegt, diese Art von Schuldenschnitt nicht gegenüber privaten Staatsanleihenkäufern, aber auch nicht Banken oder Fonds einzusetzen. Ja, lieber Leser, was gibt es denn außer privaten Banken und Fonds für Aktienkäufer? Also Staaten. Ob jetzt die europäische Geldkasse das Geld hier in Form von 17 oder 10 Milliarden gibt oder in Form von Schuldenschnitt, das heißt Staatsschulden werden quasi in Mülleimer geschmissen, ich weiß nicht. Also jedenfalls ist es so, dass in Zypern offensichtlich finanzpolitische Reserven sind, die man in Zypern für sich behalten möchte. Stattdessen möchte man gerne europäisches Geld. Und da muss man denen schon sagen, wenn ihr eure enge Situation, eure Fastpleite, eurer Privatbankgeschäfte, unter Umständen Schwarzgeldgeschäften und so weiter verdankt, dann müsst ihr euch auch mit diesen Geschäftspartnern jetzt in der Not ein bisschen kurz schließen und zeigen, dass ihr eigene Lösungen überhaupt denken könnt. Das, glaube ich, wird auch herauskommen heute bei der Europäischen Union. Und es sieht auch so aus, als wenn die statt 17 Milliarden auch mit 10 Milliarden auskommen. Da frage ich mich, was sind das eigentlich für Antragsteller? Das ist keine Solidarität und das ist genau die Linie, die von den Staaten vertreten wird, die fürs Schuldenmachen sind. Das ist unglaublich. So, ich spreche hier nicht von Recht und Ordnung, aber ich spreche quasi von Treue und Glauben. Die Partner, die getragen werden wollen, müssen auch selber bereit sein zu tragen, sonst geht es nicht. So, schönen Dank für den Aufruf hier. Wiedersehen.